Bam, balalala. Was willst du machen? Nicht die Aufgaben, sondern die Aufträge. Bei Dyson Diesel zum Beispiel sind Lieferung an die Fabrik, schwerer Tankauflieger und Lieferung an die Fabrik, zweimal Ziegel, einmal Stahlträger. Ich muss auch mal kurz tanken hier. Entsprechend Sachen zu vermeiden, die offensichtlich scheiße sind. Warum legt man eine Handbremse nach einer Tunneldurchfahrt an? Weil du da hingespawnt wirst und bei jedem Spawn krieg die Handbremse ich, an. Krieg ich's kotzen? Willst du auch tanken oder wie ist dein... Oh, 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 no! Fuck. Guten Morgen. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Sag mal nicht, Stahlträger kann ich auch hier holen. Ich kann auch hier einfach Stahlträger holen. Ah. Mensch, Stahlträger und Ziegel kann ich hier holen. Warum sind wir eigentlich von der anderen Seite dahin gefahren? Und ich halt dann doch häufiger mal sehe. Ich hab Bart bekommen. Ja, du hast ja verwachsen lassen. Behaupten. Ja, die Maskenzeit, die war ohne coole Zeit. Dadurch kannst du halt Bart wachsen lassen, brauchst den wirklich pflegen, kannst wie ein Assi durch die Läden laufen, weil es sieht ja keiner. Also so wie ich gerade. Geil. Was hat letztens? Ich habe letztens eine Bluetooth-Box mir gekauft gehabt bei Amazon. Vom Amazon-Händler, die hat die ganze Zeit Geräusche von sich gegeben. Ja. Und da habe ich letztens dem vom Paketstopp Bescheid gegeben, ich so, hier, nicht wundern, das Paket könnte Geräusche von sich geben. Und hat er gelacht und hat gesagt, er hat letztens irgendein Paket hoch angenommen, was er zurückschicken wollte von Beate Use, war das, das war ein Dildo. Er hat die ganze Zeit vibriert. Hallo Felix. Ist ja auch geil, wenn das die ganze Zeit vibriert. Der mit seinem Pritschenanhänger mit Ziegeln hinten drauf. Hast du auch geschafft, mit dem Marshall wärst du hingekommen. Ab durch die Hecke. Ja, Upgrade gefunden. Das müsste ein Upgrade gekriegt haben. Oder? Hast du? Ja, steht ja, okay. Zum Kauf zur Verfügung. Sorry, dass ich in Japan geboren wurde. Ja, was soll das, Alter? Aber dann bist du ja prädestiniert für eine Real-Life-Verfilmung von Baymax. Wieso? Nicht alle Japaner haben schwarze Haare und weiße Haut. So, jetzt wird's lustig, wenn du mir jetzt, also wäre schön, wenn du, glaube ich, noch ein bisschen wartest. Ach, warten kann ja jetzt jeder. Eng ist ein dehnbarer Begriff, ne? Wie eine Freundin von uns immer so schön. Sticke Riegel hat Vorfahrt, kennt man doch. Wer hat Vorfahrt? Das dickere Vehikel. Da ist wer da. Wer schnell ist, hat Vorfahrt. Guck es dir an! Vor allem, wo willst du mit den Ziegeln hin? Die brauchst du doch gar nicht mehr für irgendwas, oder? Kann ich doch verkaufen. Nee, Ziegel kannst du nicht verkaufen. Du kannst den Anhänger verkaufen. Oder ins Lager. Nee, kannst du auch nicht. Im Lager wird sowas automatisch rausgenommen. Dann tu ich's auf meinen Hof kippen. Du bist ein bisschen weit weg für Winde anbringen, oder? Ich dachte Scheiße. Das geht also in deinem Kopf vor, ja? Ach, ich dachte Scheiße. Ah, umgefallen, jetzt kannst du verkaufen. Hat geklappt. Wenn es funktioniert. Doch, hat er umgeschmissen. Er hat ihn sogar so umgeschmissen gekriegt, dass er noch steht. Das ist schon ziemlich nice gelaufen an der Stelle. Ist wirklich nur runtergefallen. Was, solange Schoki nicht weiß ist, ist sie? Ist sie ja noch. Aber was ist mit weißer Schokolade? Was ist mit weißer Schokolade? Die ist nicht okay, oder was? Machst du jetzt weiße Schokoladenshaming? Man braucht übrigens deinen Ölbohrer 5. Was bin ich doch für ein Glückskind? Du hast den größten genommen, hast ja. Ja, ich hab den größten. Den größten in der Finden-Konjost genommen. Das sieht jetzt nicht so passend aus, was ich hier habe. Doch, das zählt. Okay. Meine Katze, die pennt aber gerade auf dem Kratzbaum. Leckere Süßigkeit mit Gulasch. Ja. Beziehungsweise, wie gesagt, mein Neffe hat einfach gesagt, Süßigkeiten braucht er nicht. Er will Kartoffeln und Gulasch haben. Muss man mich irgendwie hier über den Berg ziehen? Der Kratzbaum, den ich gleich posten werde, der ist 2 Meter groß. Das dürfte ziemlich klein aussehen.
Ich komme nicht mehr vorwärts. Was ist denn jetzt los? Hab ich den aufgesetzt? Ah, der sitzt auf, oder? Nee, eigentlich nicht. Kannst du gerne versuchen. Bist du denn? Komm nicht vorwärts, jedenfalls. Erstmal bei Discord rein. Ich komme nochmal kurz zurück. Ich glaube, ich bin einfach auf den Stein gefahren, dumm. Oh, ja, ich bin auf den Stein gefahren. Ich will mal ein bisschen zur Seite fahren. Hoffen, dass der Stein dann weggeht. Oh Gott. Dort bist du. Zieh! Das ist die Richtung. Ich weiß halt nie, ob ich mit meinem. Mit meinem kleinen. Ach, Drecksstein da! LKW dort die Abkürzung nehmen kann. Welche Abkürzung? Ja, am Sägewerk. Das ist eine Drecksstein hier vorne, ne? Der hier rumliegt. Ich wollte jetzt halt entgegenfahren. Wie willst denn du fahren? Ich will über die. Ne, über die Brücke fahren. Da außen oben beim Wasser. Und dann von oben an den Bootturm ran. Sozusagen da über. Vom Moor links abbiegen, von meiner Seite aus. Ach so. Ja, dann fahre ich auch so. Können wir uns notfalls auch helfen. Ich fahr erstmal. Punkt, das ist dahin. Jetzt bin ich wieder auf den Stein aufgebockt, war. Ich hasse die Steine hier. Läuft bei dir. Ja, rückwärts und bergab, aber läuft, ne? Ist das wirklich nur, weil hier Scheißsteine im Weg sind? Und das Katzenfutter kriegt meine Katze auch erst, wenn das andere in der Dose daneben leer ist. Das ist zum deswegen mit Gulasch in Anführungszeichen, weil Katzenfutter und Gulasch. Jetzt hab ich's gerafft. Ah! Hä? Ich bin auch der Meinung, dass man Premium nicht am Preis sieht, weil ich kann dir auch Scheiße für 500 Euro verkaufen, nee. Deswegen ist es keine Premium-Scheiße. Ich guck ja trotzdem. Ah, ich ahne Schlimmes, was jetzt hier kommt. Nach dem Inhalt guck ich ja, ich bin übrigens auch aufgesessen. Wo? Ich glaube, hier würde ich gerne einen anderen Truck nehmen. Einen, der tendenziell mehr Leistung hat. Ach, ich soll vielleicht einen Allradantrieb mal einschalten. Das wäre ganz günstig, ja. Rein theoretisch für Menschen essbar. Das ist nicht nur rein theoretisch für Menschen essbar. Ich habe das als, keine Ahnung, 7-, 8-Jähriger habe ich mal Katzenfutter gegessen. Trockenfutter, um genau zu sein. Das ist. So schlimm ist das nicht. Schmeckt halt ein bisschen salzig. Wie heißen eigentlich die leckeren Kekse, die ihr habt? Das sind Hunde Leckerlis. Also. Oder nee, der Witz ging anders. Scheiße, Witz versaut. Es ist ja jetzt auch was Untypisches für dich, ne? Wie heißen die leckeren Cracker, die ihr habt? Gibt's bei Fressen ab 5 Euro? Das ist was anderes als Nassfutter. Das warte, die, ich fahr dir den Anhänger schön mitten hier ins Wasser rein und du holst ihn dann von alleine wieder raus. Ne? Das ist die Challenge. Mm. So war doch der Deal, ne? Ganz großes Kino. Ich wäre fast vielleicht zu weit gefahren. Ja, dann gibt es keine Wegpunkte mehr. Wo bist du denn? Ich versuche in die Nähe. Ach, das komm ich, glaube ich, ja eh nicht. Ewig nie, ne? Aber warte mal, Ach doch, da ist der nächste. Haha. Ich arbeite mich durch den Fluss. Langsam aber sicher, ich arbeite mich durch. Schön quietsch, quietsch, quietsch. Immer wieder nach rechts ziehen, damit wir nicht zu weit nach links kommen. Ich komme halt nur ohne Winde nicht mehr voran, das ist ein bisschen das Problem. Ja, da vorne den hätte ich gerne. Jawohl, der ist doch perfekt. Der liegt genau auf dem Weg. Ich muss fast gerade ranziehen. Ah, da vorne steht Felix. Ich bin auf dem Weg. Komm da irgendwann an. Mein Plan war jetzt eigentlich, dich da irgendwie rauszuziehen, aber ich habe das Gefühl, ich stink gleich selber ein. Wahnsinnig stabil. Stabilität wirst du auch nicht haben. Jetzt müsste Sprit ausgehen. Ja, dann müsste noch eine ganze Weile hier bleiben, wenn der Sprit ausgeht, glaube ich. Also ich sinke fast ein, wenn du dich bis zu mir da ranschleppen kannst, kann ich dich dann ziehen. Bin auf dem Weg.
Ich muss nur mal hier. Oh. Ist denn hier voran? Doch, ganz langsam komme ich voran. Ist aber auch eine der schwereren Aufgaben hier mit dem Ding hinten dran. Also wenn du es bis zum übernächsten Schlammplateau schaffst, kann ich das rausziehen. Ich glaube, jetzt stehe ich gerade. Das ist ein Problem. Hallo, Xan. Kann höchstens mal versuchen, ob ich wirklich noch ein bisschen durchkomme. Ich häng halt, Kann ich irgendwie hier nach rechts rüberziehen? Das geht. So. Hoffentlich dann nicht mehr irgendwo hängen bleibe. Na, Xan, wie war dein Montag? Wir arbeiten hier auch. Langsam aber sicher arbeiten wir uns durch den Schlamm. Ich komme wieder voran. So, nur der komische Baum, glaube ich, der im Weg war hier vor mir. Winde anbringen? Du löst übrigens meine Winde, wenn du deine anbringst, ne? Ja, du musst noch ein Stück ran. Ich arbeite dran, aber... Ja doch, ich bewege mich ganz langsam. Ganz langsam, aber sicher bewege ich mich. Aber ich glaube, solange ich meine Winde dran habe, kannst du keine an mir anbringen. Ja, mach mal ab. Ja, jetzt zieh ich dich rein, pass mal auf. Ah, wobei, kann mich zumindest an dir weiterziehen. Das funktioniert schon ganz gut. Ich habe einen Lastgang drin. Den habe ich auch drin und gib Gas. Das ist ja doch ein bisschen Koop, ne? Mhm. Ich habe das ganze. Den ganzen Shit alleine gemacht damals, die Aufgabe. Bist du sicher, dass du dich nicht festfährst? Ja, geht schon. Hab einmal vergessen nachzumessen, hab 2 Stunden umsonst gearbeitet, sonst lief's ganz gut. Uiuiuiui. Du fährst mal ein Stück nach links zu kommen. Wenn ich rausziehen kannst im Zweifel. Also ich bin jetzt zumindest gleich bei dir. Echt? Ja, ich bin gleich hinten dran. Jo, haben wir jetzt noch einen halben Meter oder einen Meter vielleicht zwischen uns? Ah, ich habe jetzt den Lastgang rausgeschaltet, jetzt kann ich mich raus. Ja, auch ein bisschen rechts und links lenken hilft manchmal. Habe ich vor uns gemacht, wo wir im Fluss waren, dann ging es dann erstmal gar nicht mehr vorwärts bei mir. Ja, manchmal hilft es auch nicht, also du musst ein bisschen gucken. Ich würde sagen, versuche erstmal raus. So, und dann ziehst du mich weiter. Wenn du mehr Grip hast. Wir sind jetzt wieder relativ nah dran. Ups. Kannst du versuchen, die. Hab ich schon. Bin dran. Auf geht's. Laster rausziehen. Jawohl. Haben doch gut geschafft. Wir sind nur durch den scheiß Sumpf kommen zusammen. Ich wollte bloß gucken, ob wir hier rein müssen. Deswegen bin ich kurz stehen geblieben. Ich muss erstmal die halben Wald umsensen, wenn ich um die Ecke fahren will, mit dem langen Ding. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hilfe! Hier passiert Dinge! Aber Hilfe, Step Dad! Step Bro, I'm stuck! Oh mein Gott, Step Bro, I'm stuck! Can you help me? Ich kann dich ja rüberholen. Oder so. Jetzt musst du einfach deine Winde ziehen. Ja, ich hoffe bloß, ich kipp nicht oben dabei. Das wäre kacke. Du sollst auch noch Winde ziehen. Hey, ja, mach ich ja. Und gib Gas dabei. Moment. Nee, gib mal Kegel, zieh dich mal bloß ran. Mache ich gerade. Da passiert nicht viel. Okay. Ich glaube, ohne Gas geben würde das nichts. Oh Gott. Ah, ja, ja, ja. Sieht gut aus. Das heißt doch Step Truck, ja. Step Truck, I'm stuck. Ich wollte das Meme machen, ich war bloß zu doof dafür. Ey, das wäre ein gutes Meme. So, ich bin einfach mit Lastgang hier durch, scheiß drauf. Wollt ihr nicht vor mir fahren? Ja. Nein, ich wollte jetzt meinen Hänger holen. Ich habe bald auch keinen Sprit mehr. Ich habe bloß noch die Hälfte. Ach so. Aber reicht doch. Jetzt hängst du gleich am Baum. Ach. Oder? Muss halt warte, ich wollte ein Stück wegdrücken. Ich muss kann halt. Kann ich nur einfach mit der Winde den Baum entwurzeln? Nee, die dicken Bäume kannst du nicht entwurzeln. So. Jetzt andersrum fahren. Zum größeren Bogen fahren hier. Oh Gott, hier ist ein Baumstumpf im Weg. Das wird eine Katastrophe.
Baumstumpf, jawohl, drüber. Jetzt sieht es jetzt doch gut aus. Du hättest vielleicht doch vor mir bleiben sollen. Problem ist halt, dass ich hier wieder durchs Wasser muss. Die Dicken. Oh, nö. Nö, 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 nö. Oh, no. Wenn du so stehen bleibst, kann ich rechts an dir vorbeikommen. Ich will immer dahin gehen, na gut. Ich versuche mich gerade mal hier erstmal zu lösen, weil ich glaube, ich habe mich festgefahren gerade. Ben, I'm stuck! Wenn ich im Stream zuhöre, kann ich mein Hörbuch gar nicht nebenbei laufen. Ich häng echt fest. Ich sage, du kommst hier nicht gut vorbei. Okay. Fahr mal vor. Ich häng da halt echt unten mit meinem Radkasten, da häng ich hinten fest, sonst wäre ich vorbeigekommen. Ich glaube, so ähnlich ist es halt mit meinem Anhänger auch. Der ist, glaube ich, auch da hängen geblieben irgendwo. Sind deine Räder hinten schon mal drin? Ja, ich glaube. Alter, ist das Ding breit. Ein breiteres Gerät habt ihr aber auch nicht gefunden, um hier irgendwo das Gelände zu fahren, wa? Kann ich mich eigentlich hinten dran setzen und versuchen zu schießen? In der Theorie schon, aber ich glaube, das bringt nicht viel. Das macht dich, glaube ich, nur kaputt hauptsächlich. Nee, kaputt nie. Aber ich schieb gerade übrigens. Ich komme zumindest voran, ich habe auch einen Lastengang drin. Viel schneller wäre ich so oder so nicht. Ich wollte nur entspannt ein bisschen spielen und dann kam hier Shiro rein und hat gesagt, hier, mach mal damit. Shiro, du bist schuld. Ja, sie hat gesagt, sie hat das mit dem GMC alles gemacht, mit dem Stadt-GMC so. Auf Stock. Und dann habe ich gesagt, probiere ich das mal. Kann ich nicht empfehlen. Insgesamt. Jetzt fahr ich. Wenn ich drin sitzen würde, würde ich vor und zurück wubbeln, damit das Ding weiterfährt. Mann! Ich glaube, ich würde ihn sogar einfach hier erstmal abstellen. Puh. Sollte es vielleicht sogar noch schaffen, 68 Liter habe ich. Gib mal die Fracht ab. Ja, die gib das Fracht ab. Wo hast du eigentlich das Wayne June Soundpack her? Das ist alles nur Darkest Dungeon. Nee, es gibt von dem Sprecher von Darkest Dungeon ein kostenloses Twitch Soundpack. Kannst du googeln, findest du. Moment, warum bin ich jetzt wieder stuck? Oh no. Bitte nicht das, was ich vermute. No. Felix, ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Ja, ich muss gerade erstmal Leckerlis ausgeben. Gib Gummi! I'm stuck, Step Truck! Der Anhänger ist gebuggt. Ich habe den in die falsche Stelle gestellt. Guck mal, wenn der nämlich runterkommt, dann buggt er nämlich in die Geometrie des Levels. Wir müssen den erstmal irgendwie ein bisschen zurückziehen oder zur Seite ziehen, besser gesagt. Oh, ja, oder? Könnte ich. Ja? Er ist wieder lose, sehr gut. Kann ich jetzt. Es ist wieder los. Moment, ich wollte hier noch ein Stück. Ach nee, du musst ja weiter ausholen, sonst kommst du nicht hoch. Muss ich um das Rot drumherum fahren? Das ist ja das Problem, das eigentliche. Guck mal das Wasser. Gib Gummi mit Diffsperre! Los geht's! Alter Falter! Was denn? Das Ding kippelt. Ach! Out. Kippelt gar nichts, das muss so. Vielleicht bin ich wieder stuck. Ich bräuchte meine Winde hier. Danke. Ah! War noch ein Millimeter. Aufgestiegen! Ja, es gibt doch richtig XP, das fertig zu machen mit den drei Ebenen.